Heute so ein bisschen mit dem Sony G-Master 14mm f1.8 unterwegs. Ein Wahnsinns-, nicht Straßen-, aber auch Landschaftsobjektiv. Und ach, hier ist es schön. Machen wir doch mal einen Filter drauf. Geht leider nicht, weil dieses Objektiv, ich zeig's euch mal, hat kein Frontgewinde. Das heißt, ich kann hier keinen Filter drauf machen. Jedenfalls nicht einfach so. Und Haider hat da eine ganz tolle Lösung. Und zwar den M10-Adapter für das 14mm f1.8 von Sony. Und damit ist es uns möglich, den kompletten M10-Filterhalter anzubauen. Das hat aber auch einen Nachteil. Ich kriege keinen Polfilter rein. Das weiß ich nämlich. Ich habe das schon ausprobiert. Wie ich das trotzdem in den Griff kriege, seht ihr jetzt. Dabei ist nämlich noch ein Drop-In-Filter, der aber leer ist. Warum, sage ich euch gleich. So sieht das Teil aus. Innen schön gepolstert, oben schön mit Klemme. Ja. Und hier vorne, seht ihr schon, ist diese typische M10-Nut, die wir halt einfach brauchen, damit wir unseren Filter anbringen können. Ich packe den jetzt hier einfach mal so drauf und dann sehen wir schon, er gehört so drauf, weil diese Nasen müssen dort reinschlupfen. Ja? Dann machen wir das Ganze mal zu. Ich zeige euch das nochmal. So sitzt der jetzt drauf. So, jetzt setzen wir den mal an. So. Aber jetzt habe ich das Problem, dass ich hier einen Schlitz habe. Das heißt, wenn ich jetzt eine Scheibe davor schiebe, eine rabenschwarze, ja, dann habe ich das Problem, dass Umgebungslicht hier ringsrum reinkommt. Und deswegen hat Haider hier diesen Dummy beigelegt. Denn wenn wir den einsetzen, dann ist natürlich der Schlitz zu. Seht ihr hier, kann man einfach einsetzen. Zack, dann ist der drin. Und wenn ich ihn dann anbaue, halt falsche Richtung. Wenn ich ihn dann anbaue, ich mache das lieber so rum, dann ist da nämlich nichts im Wege. Einmal hier. Einmal da halten, zack, ist er dran. Dann habe ich einen abgedichteten Innenbereich, sodass kein Licht mehr durchdringen kann. Jetzt kann ich alle Verlaufsfilter hier reinschieben, die ich mir so wünschen würde. Aber ich habe ja keinen Polfilter. Ich kann ja hier diese schöne Spiegelung auf dem Wasser, die jetzt ja Sinn macht, aber manchmal nicht Sinn macht, die kann ich ja gar nicht eliminieren. Oder ich kann nicht den Himmel blau machen und die Farben besser sättigen, mehr Kontrast in das Bild bringen. Geht nicht. Weil ich hier keinen Polfilter habe. Könnte man denken. Aber es gibt hier was, nämlich den quadratischen Polarisationsfilter von Haider. Den probieren wir jetzt mal aus. Ich muss immer hin und her laufen, weil sonst liegt hier alles im nassen Gras rum und da drüben liegt mein Rucksack. So, das ist der Polfilter von Haider. Ihr seht das? Wenn ich den so drehe, dann, ich weiß nicht, ihr seht den Effekt, ja? Weil auf der Kamera habe ich jetzt auch einen Polfilter drauf und wenn man die gegenüber, also wenn man die gegeneinander verdreht, gibt es ja einen ND-Filter, wird es schwarz. Und da seht ihr schon, das ist eine polarisierende Scheibe. Und wenn ich die jetzt euch mal demonstriere, ich nehme euch mal mit auf die Kamera, dann zeige ich euch mal, wie das aussieht. Übrigens wirkt er nur in einer Richtung, also wenn ich ihn, ich muss ihn richtig rum haben. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann haltet ihn einfach selber mal kurz gegen den Himmel und dreht ihn ein. Und dann seht ihr schon, wenn die Wirkung kommt, dann habt ihr die richtige Seite. Und so muss natürlich auch eure Kamera durchschauen. So, dann zeige ich euch das jetzt mal, nehme euch mit aufs Display. Ihr seht, das ist die Szene mit Polfilter. Absolut cool. Jetzt zeige ich euch, wie das aussehen würde, wenn ich den Polfilter rausdrehe. Also wenn ich jetzt den Filterhalter verdrehe, das simuliert in etwa, dass ich ihn rausnehme. Polfilter dunkelt ja auch immer ein bisschen ab. Dann seht ihr, langweilig, ne? Also der Himmel ist hell, vorne ist dunkel, alles komisch. So, wenn ich jetzt ihn eindrehe, schaut mal diesen krassen Effekt an und schon habt ihr so eine coole Landschaftsszene. Ist das zu fassen? Jetzt können wir das noch weiter ausreizen. Wir gehen mit der Helligkeit vorne ein bisschen hoch, damit wir mehr Licht im Vordergrund haben. Ich schreie mal so, dabei habe ich ja Mikro an. So, dann tue ich noch einen leichten Reverse. So, vorsichtig, dass ich den Pol unten nicht wieder rausschiebe. Schön nur oben. Bam. Wie cool ist das? Muss ich gleich ein Foto machen. Ist das schön? Ist das schön oder ist das schön? Also ihr seht, auch mit dem Sony 14mm 1.8, welches ja absolut Wahnsinn ist. Ja, ihr seht ja hier die eingeblendete Qualität. Ist es möglich, einen Filter zu verwenden? Und ich liebe das einfach. Es schaut wunderschön aus. Und diesen Trick wollte ich euch unbedingt mal mitgeben und ans Herz legen. Wir können ja hier rüber drehen nochmal. Ja, ihr seht hier, was für Farben wir da rausholen. Ja? Wenn der Himmel abgedunkelt ist, wie cool das aussieht. Ja, es ist natürlich jetzt mit dem 14er ist es halt so,
Das ist halt sehr weitwinklig, ne? Und das kommt auch ein bisschen auf die Drehrichtung an, dass wir hier jetzt nicht einen zu starken abgedunkelten Punkt im Himmel haben. Aber das können wir dann ganz leicht lösen, indem wir den Filter verdrehen. Das hat aber den Nachteil, dass wir die zweite Scheibe dazu auch mit verdrehen. Das müsst ihr natürlich wissen. Aber ansonsten, wenn ihr sagt, euch ist die Wirkung des Polfilters zu stark, dann macht halt den anderen Filter wieder raus. Regelt eure Belichtung ein und dann könnt ihr ja sagen, okay, mir ist das zu stark, ich drehe ihn so ein bisschen zurück. Ihr seht das, jetzt ist der Himmel nicht mehr so stark blau wie gerade. Also ihr könnt ihn hier dosieren, indem ihr ihn eindreht. Das hat aber den Nachteil, dass wenn ihr ihn praktisch weniger stark einstellt, dass ihr natürlich auch den Horizont von diesen linearen Filtern verstellen würdet. Aber das sind ja Spezialfilter. Es gibt ja auch völlig durchgefärbte, also die Graufilter, die dann halt immer dunkler werden. Und die sind ja völlig wurscht, in welche Richtung ich die drehe. Also die sind definitiv hier mit dem Polfilter kombinierbar. Diese nur eingeschränkt, nur dann, wenn ihr die stärkste Wirkung vom Polfilter akzeptiert. Mir hat es gefallen, euch dieses kurze Quick-Tipp-Video mal zu präsentieren. Also nicht aufgeben, wenn ihr einen Sony 14 mm habt. Es gibt eine Lösung dazu. Vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.